Oh, ups. Es ist Punkt 2 Uhr. Ich bin nicht gut genug. Und ich bin nicht gut genug. Und Kaya ist immer im Weg. Immer ist sie im Weg. Okay, hier haben wir eine Spinne, hier haben wir einen Raptor. Und wir werden den einzelnen Raptor angehen. Den Kampf bestreiten wir gemeinsam. Das will ich hoffen. Das heißt, du wirst tanken. Oh, nein. Nein, nein, ich habe gewusst, dass er mich erwischt. Okay. Kaya ist jetzt am tanken, jetzt kann ich reinlegen. Uff, komm, Kaya. Was hast du schon mal gesagt? Oh, gute Arbeit, gute Arbeit. Rückzug, Rückzug. Ratten, Ratten essen. Ah, geht doch. Da ist eine Spinne reingekrochen. Vielleicht kann ich sie rausholen. Oder ich versuche einfach den anderen Weg rundherum zu finden. Ich glaube, es gibt noch einen zweiten Eingang hier. Oh, da wir schon mal alle Raptoren getötet haben, haben wir es uns schon ein bisschen erleichtert. Aber das könnte nicht genug sein. Das ist es doch nie. Ich schätze, es gibt einen zweiten Eingang hinein. Ich weiß, mein Leben und mein Heilungsbrot werden nicht ewig halten hier drin. Bevor mich das Gift auffrisst. Okay. Wir schauen uns noch um hier. Zerlegen den kleinen Gritter. Der eigentlich hier ziemlich viel aushält. Aber nicht genug. Ich habe mich schon langsam daran gewöhnt, mit der Dreieckstasten Waffen auswählen. Puh. Ob wir bereit für dieses Ding sind? Ich glaube. Wir sind bereit für dieses Ding. Dunkles Elex erhalten. Schön farbig. Okay. Es gibt anscheinend doch keinen zweiten Eingang. Das ist schlecht für mich. Ja, ich habe nicht das Vertrauen, dass ich da ganz durchlaufen kann durch die Höhle, überhaupt wenn da eine Spinne auch noch drinnen ist. Ich weiß, welche Viecher... Da haben wir noch nichts. Hier drüben ist er. Wo ist Mrs. Gaias Mission? Naja, sie wird mich erst hinbringen. Jo, was geht ab? Mutantenjagd in Tavar? Wenn sie das Land bedrohen, meinetwegen. Okay, dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. Im Bus. Ich weiß, was sie meint. Da, ich kann sie förmlich riechen. Der Verwesungsgestank ist unverkennbar. Das sind doch Menschen. Mischen wir sie auf. Geh du vor, ich werde dir folgen. Verdammt. Die Menschen kümmern sich nur um ihre Probleme, Kleinkriege gegen ihre Nachbarn. Das ist alles, was sie beschäftigt. Wenn sie sich nicht bald auf den bevorstehenden Ansturm vorbereiten, werden sie einfach überrannt. Wenn wir von allen Seiten... Wir werden von allen Seiten attackiert. Nein, keine Muni. Nein, keine Muni. Mist. Mein Kopf. Keine Zeit für Kopfweh. Die Infektion hatte sie schon fast wieder vergessen. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Das war's fast wieder mit deiner ganzen Munition. Okay, ein Ding haben wir da schon mal... Mischen wir sie auf.
Geh du vor, ich werde dir folgen. Zuerst wissen wir diese Dinge auch. Bleib hinter mir. Mist. Die Sniper-Drohnen. Einen haben wir da. Oh, mein Kopf! Die Infektion. Hatte sie schon fast wieder vergessen. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Hol die Waffe doch raus, Mann. Oh, ey. Das schaut nicht gut aus für Kaya. Ist sie schon da? Verdammt. Die Menschen kümmern sich nur um ihre Probleme. Kleinkriege gegen ihre Nachbarn. Das ist alles, was sie beschäftigt. Wenn sie sich nicht bald auf den bevorstehenden Ansturm vorbereiten, werden sie einfach überrannt. So wie ich fast. Weil ich mich um eine Mission kümmern muss, wo sie mich in den Hinterhalt gelockt hat. Okay, nächster Versuch. Ich sollte Quicks saven. Raus aus dem Busch, da will ich nicht drinnen fighten. Yes! Yes! Level up! Ich bin schon wieder fast munitionslos. Komm schon. Kommt. Uff! Der spuckt langsam Blut. Sehr gut. Okay, das war genau in der Heilung. Nein! Das Schwert hat auch gedroppt. Die fetten Fights wieder. Gibt es davon wieder mehrere dann? Jetzt ist er weg. Das Schwert ist wieder fliegen gegangen. Das ist gut. Dann können wir es looten. Joa, was geht? Muss mich konzentrieren. Was dann mit euch? Alles okay? Ich hatte schon wieder vergessen, wie wenig ich für diese bemitleidenswerten Mutanten übrig habe. Diejenigen, die vor dem Vor herumgeisterten, sind jedenfalls erledigt. Gut so. Auch wenn sie dem Vor nicht wirklich gefährlich werden konnten, ist es besser so, wie es jetzt ist. Es heißt, einige Elexitoren können Mutanten kontrollieren. Yep. Das macht sie ja so gefährlich, weil du nie sicher sein kannst, ob nicht ein wacher Geist dahinter steckt, der dir ans Leder will. Also sind die Elexitoren dafür verantwortlich? Nein. Diese Mutanten waren harmlos und nur auf der Suche nach Elex. Für Kreaturen dieser Art ein völlig normales Verhalten. Wenn sie jemand tatsächlich kontrolliert hat, dann wird sich dieser jemand jetzt darüber ärgern, dass er seine Herde zu nah an bewohnte Gebiete geführt hat. Er hätte damit rechnen müssen, dass sich das Vor bedroht fühlt und die Mutanten aus dem Weg räumt. Okay, das ist beruhigend. Soweit man es bei diesen Dingern überhaupt sein kann. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich melde mich bei dir, sobald ich eine neue Aufgabe habe. Entschuldige, es sei denn, du hast etwas anderes zu tun. Sag mir einfach beim nächsten Mal wieder, worum es genau geht, und ich sage dir, ob ich wieder dabei bin. Klingt nach einem Plan. Yep. Wo ist meine Loot? Hast mich nicht looten lassen. Sind die verschwunden? Ne, hier. Hier. Einer. Wo ist der zweite hingeflogen? Was war das? Beschädigtes Schwert.
Davon haben wir jetzt einige. Okay. Ah, hier ist wieder angezeigt. Ja, da ist es ja wohl. Sehr schön. Wir sind direkt beim Fort neben. Ich glaube, diesen Weg müssen wir rundherum rennen. Ja. Ah, finden wir die Mission aus. Sehr schön. Dann zurück zu Mr. Scrappy. Jetzt, wo wir Sniper-Drohnen und so allen Raptoren. Die wollten sich doch gegenseitig bekämpfen. Das machst du nicht ungestraft. Wow. Komm schon, Kaya. Was schaffen wir das Ding? Tschüss, Kaya, Marigold. Das schaut doch interessant aus. Erkunden. Knock, knock. Blut gerade. Ah, das kleine Ding da. Das hat nicht lange überlebt. Und ich habe noch nicht mal Sachen in meine Fähigkeiten gesteckt. Okay. Ich muss hier einen entscheidenden Eingang finden. Hier geht's doch hinein. Honig. Ratte! Wenn ich die Ratten hasse. Alle Ratten. Da ich jetzt weiß, wer dieses Wort anführt, weiß ich auch, wen ich mich schon anschließen werde. Die Leute, die gegen dieses Wort sind. Danke, Controller. Dass du wieder selber was vorhast. Das eigenes. Eigene Pläne. Okay, weiter zu Scrappy. Ah, right. Natürlich. Hätte ich lieber William. Dogmeat. Nein, doch kein Dog mit. Irgendeine andere wichtige Figur anscheinend. Kommt mir vom Gesicht nicht bekannt vor. Berserker. Wer ist es? Du raus kannst nicht sein, oder? Hey! Hey! Ich würde sagen, das war ein ganz enges Höschen, was? Machst du das immer so? Nur donnerstags. Aber ich dachte, ich mache heute mal eine Ausnahme. Welchen Wochentag haben wir denn gerade? Wer bist du? Nenn mich Fox, so wie alle anderen auch. Ich bin Krieger, der Berserker. Fast jedenfalls. Warum fast? Ach ja, die Leute im Fort würden sich vermutlich wohler fühlen, wenn ich auf ewig ein Werker bleibe. Ach Quatsch, du verarschst mich. Du kennst Kaya? Ich hatte befürchtet, dass das jetzt kommt. Ach, sieh an, sie kann ja sprechen. sehr gut. Dann sind wir in bester Gesellschaft. Bist du oft im Fort? Öfter, als ich gerne möchte, aber oft genug, den Leuten gehörig auf den Zeiger zu gehen. Was ist das Problem?
Ich würde das so bezeichnen. Meine Vorgesetzten kriegen immer gleich Fußpilz, wenn ich meine Tour durchziehe. Mit dem Ergebnis, dass ich bei den Erzberserkern herumgereicht werde wie eine heiße Kartoffel. Keiner scheint so recht die Verantwortung für mich übernehmen zu wollen. Verstehe. Du bist ein Rotzlöffel. Andere nach der Pfeife zu tanzen ist nicht so dein Ding, oder? Du meinst diese Sache mit der Ehre eines Kriegers, Pflichtbewusstsein, Dienst schieben für die Gemeinschaft und so ein Zeug? Tja, irgendwie will dieser Blödsinn nicht in meine Birne. Wie ist dein richtiger Name? Ja, das würdest du gerne wissen, was? Aber ich denke, das behalte ich besser für mich. So schlimm? Unwichtig. Nenn mich einfach Fox, okay? Bist du allein hier draußen? Ich war mal vor einiger Zeit Teil eines Spähtrupps, der die Gegend ums Fort herum säubern sollte. Aber um ehrlich zu sein, das ging nicht lange gut. Mein Erzberserker hatte an meiner Art, die Dinge anzugehen, immer was auszusetzen. Als ich ihm dann meine Meinung gegeigt hatte, fand er meine Reaktion nicht so lustig. Die Strafwache auf dem Aussichtsturm war nicht das Problem. Aber die Woche im Bau, nachdem ich ihm zur Belohnung in die Stiefel... Naja, ich bin effektiver, wenn ich mich auf meine eigenen Fähigkeiten verlasse. Wie das aussieht, habe ich gesehen. Tja, manchmal ist eben auch Donnerstag. Jagst du auch in der Nähe der dunklen Türme? Du meinst, wo die ganzen freundlichen Biester rauskommen? Nicht wirklich. Bisher habe ich immer versucht zu vermeiden, ihnen zu nahe zu kommen. Ich weiß, wir Berserker sind dazu angehalten, diese Biester daran zu hindern, unser Land zu überlaufen. Aber ehrlich gesagt, ist mir mein hübscher Hintern zu schade, um von ihnen veredelt zu werden. Aber so wie du aussiehst, hattest du schon öfter mal Bekanntschaft mit dem putzigen Tierchen gehabt, was? Du wirst sicher ein guter Waffengefährte, wenn du nicht so ein undisziplinierter Sack wärst. Ich weiß nicht. Ich habe kein so gutes Händchen für sowas. Mein letzter Waffengefährte, an den ich mich erinnern kann, fiel in eine Schlucht. Rums, und weg war er. Ich habe ihn seitdem nicht wieder gesehen. Aber hey, muss bei dir ja nicht so laufen. Wie auch immer, du kriegst das schon auf die Reihe. Das mit der Waffe und so, meine ich, ne? Ich denke schon. Na also, dann ist ja alles in Butter, was? Nee, warte mal, doch nicht. Mir war gerade so, als hätte ich schon erwähnt, dass ich lieber allein meine Tour durchziehe, oder? Außerdem, ich habe dich noch nie wirklich in Aktion gesehen. Das bisschen Gerangel da vorhin. Du Vogel, zweifelst an meiner Kampfkraft? Okay, pass auf, ich habe da eine Idee. Ich weiß ja nicht genau, wo du herkommst, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es sich in der näheren Umgebung... wie auch immer. Wir sind also quasi Nachbarn. Mehr oder weniger. Genau. Also, wie wär's, wenn wir uns gegenseitig ein bisschen unter die Arme greifen? So als Nachbarschaftshilfe. Wir zwei rennen mal ein bisschen durch Tavar und kloppen ein paar Viecher um. Dann werden wir sehen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Du willst jagen gehen? Wir machen's. So direkt würde ich das nicht nennen. Ich würde sagen, wir säubern hier mal so ein bisschen die Gegend. Natürlich nur, falls nötig. Okay, geh du vor, ich folge dir. Dann schwing die Hufe und bleib an mir dran. Ich werde nur ungern auf dich warten. Das Gute Arbeit, Controller. Ganz schön mies. Findest? Wie war das nochmal? Oh, Fox. Wir werden wieder mit Fox und Kennst Kaya. Du dich in der Gegend aus? Früher war ich öfter hier. Es hat sich hier viel verändert. Tja, die Natur holt sich am Ende alles wieder zurück. Wir werden Fischer killen. Wie mit Frank vorhin. Fette Satellitenstation. Da sind wir schon vorbeigekommen, da haben wir schon aufgeräumt. Woher kommst du ursprünglich? Das ist kompliziert. Als Berserker geboren, aber bei den Alps aufgewachsen. Echt? Wow! Das ist ja mal eine steile Karriere. Wusste gar nicht, dass die Kalkleisten uns Ökos rekrutieren. Tun sie ja eigentlich auch nicht. Ich sag ja, es ist kompliziert.
Hast du Lust, eine kleine Pause zu machen? Jetzt schon? Ach, vergiss, dass ich gefragt habe. Eigentlich geht's noch. Also eins ist schon mal klar. Mithalten kannst du offenbar einigermaßen. Ganz passabel für so einen alten Mann. Wenn du das sagst. Was war die Mission? Aber wie sieht's bei dir mit Langstrecke aus? Kommt darauf an, was du damit meinst. Hinter uns geht's ab. Einmal quer durch Tavar. Wie wäre das? Kriegst du dann schon lahme Füße oder hältst du das durch? Lauf los, dann werden wir ja sehen, ob ich kann. Ach ja, und dass das klar ist. Wer schwächelt, macht den nächsten Abwasch. Jo, da hinten ist ein Fight, Junge. Er hat einfach den Fight ignoriert. Ach, vergiss, dass ich gefragt habe. Eigentlich geht's noch. Aber schön warten da. Okay. Nicht nö, nicht. Nicht so langsam. Er hatte die aus der Freak-Einstellung irgendwie. Hey, wer bist du? Hey. Willst du ein paar Tier heute loswerden? Oder genießt du nur die frische Luft? Was die es Aussicht. Auch ist, sei mir willkommen. Lebst du allein hier draußen? Ja, mein Partner hat es schon vor Monaten erwischt. Seitdem steht die Hütte da vorne leer. Ruh dich dort aus, wenn dir danach ist. Wenn du aber ein sauberes Bett vorziehst, bist du im Fort besser aufgehoben. Nur wird man dich nicht hineinlassen. Das ist mir nicht entgangen. Oh, du warst schon dort? Garda ändert sich wohl nie. Naja, ich drücke dir die Daumen. Ewig können sie sich ja nicht abriegeln. Kannst du mir was beibringen? Warum nicht? Es kann nicht schaden, wenn ich mein Wissen über die Jagd teile. Außerdem stelle ich so vielleicht sicher, dass du mir und niemand anderem deine Felle verkaufst. Bring ein bisschen Zeit und Splitter mit. Dann sehen wir, was ich für dich tun kann. Oh, zeig mir die Ware. Sicher. Was willst du wissen? Was kann ich hier machen? Das. Einsamer Wolf. Das kann ich mir auch nicht leisten. Intelligenzgerissenheit. Was haben wir hier? Fernkampfwaffen. Mist. Was brauche ich zuerst? Jetzt kann ich hier. Okay. Na klasse. Da haben wir doch was gemacht hier. Was haben wir hier? Die Trophäen. Schau. Wegen der Tierhäute. Ich nehme dir normales und schweres Leder ab. Und ich zahle dir mehr als sonst irgendjemand. Also, hast du was dabei? Da fehlt noch. Nein, hab ich nicht. Kann ich bei dir auch etwas kaufen? Nicht wirklich. Aber als ich vor einiger Zeit zum Fort gegangen bin, ist mir so ein Kerl aufgefallen. Er war gerade damit beschäftigt, einen kleinen Verschlag aufzustellen. Wenn mich nicht alles täuscht, hatte er auch einige Bündel dabei. Würde mich nicht wundern, wenn darin Zeug zum Handeln war. Gehen wir in Mannes Haus. Ah, nee. Erst seine Sachen behalten. War ganz sympathisch. Bett, Ruhe. Na, wie sieht's aus, alter Mann? Qualm schon die Füße? Jo, deine Sprüche lassen mich kalt. Okay, weiter. Brutal. Dann bist du schon härter, als ich erst angenommen hatte. Dir bringe ich Manieren bei. Den kaufe ich mir. Wenn ich sie erwischen würde, würde ich sie mir auch kaufen. Warte. Komm schon, Bandit.
Sehr schön. So, was anderes gedroppt. Zahnbürste hat er gedroppt. Es geht los. Was geht das? Triple Teaming a Raptor! Keine Chance, der Kleine. Oh, gute Arbeit. Wofür genau brauchst du eigentlich einen Waffengefährten? Willst du jemanden überfallen oder? Nein, wir werden bald mit den Leuten aus den dunklen Türmen massiven Ärger bekommen. Darauf werde ich mich vorbereiten. Na, wenn's nicht mehr ist. Nee, ich hier nur. Kleine Sache. Wow. Oh, Gott sei Dank habe ich gespeichert. Dann weiter. So. Na, Mist. Es geht los. Okay, nice. Wir kriegen auf jeden Fall viel Tierloot. Wir haben eh in Tierbeute gerade reingesteckt, glaube ich. Und Teleporter. Ich schätze, hier ist es zu Ende, das Rennen. Wird für mich am Sinn ergeben. Am meisten Sinn ergeben. Was ist hier? Vorsicht! Komm, lock ihn zum Typen. Okay, nein. Lockt sie nicht. It's dead. Dichte Knochen, 1 von 2. Haben wir da echt eine Aufgabe? Nicht rüdeln! Bist du so ein durchgeknallter Weltverbesserer? Nein, ich bin Realist und weiß, wann mein Leben bedroht wird. Klingt vernünftig. Naja, vielleicht ein bisschen verrückt, aber hey, wer ist das nicht? Ja, ich weiß, ihr leicht sympathisch, der Typ. What does the fox say? Nichts zur Zeit. Er gibt mir gratis Erfahrung mit Monsterkillen. Das ist das Gute. Die Welt macht auf jeden Fall mehr Spaß zu bereisen. Mach dich bereit. Den hat er gerade ins Wasser getreten, den kleinen Glitter. Glitter. Ah, leicht vergiftet geworden. Oh. Links oder rechts? Ah, hinauf. Okay. Nicht zum Raptor dann. Was haben wir hier? Ah, da ist der Konverter. Ist eigentlich hier ziemlich cool, durch die Landschaft zu reisen und altes Sachen zu sehen, wie sie sich entwickelt haben. Was mir die Zerstörung wohl bringen wird. Da ist ein Raptor hinter dir, Mann. War knapp. Hat uns fast erlegt, der Raptor. Okay. Er führt mich anscheinend Richtung Idan. Was vielleicht eh nicht schlecht ist.
wenn ich dann gleich mal rüber teleportieren kann. Da, diese Station kenne ich auch. Da hat mich eine Mine erledigt. Ein Horny Wolf. Besser wieder speichern. Uff. Jo. Bei dem Turm war ich auch schon mal oben. Cooles Ding. Wasser jetzt wieder zurück oder jetzt zum Turm hinauf? Wasser ist leer. Sobald er mit uns fertig ist, ist die Episode auch vorbei. Außer er will das Ding noch looten, dann wird es ewig lang dauern. Weil das schaut gefährlich aus gerade. Ja, Explosionen. Ist eine Mine hochgegangen? Schaut's aus. Hey du, oh. Ich muss mit dir unter vier Augen sprechen. Natürlich, was gibt es denn? Wieder ein Auftrag in Tavar? Nein, ich... lass uns einen Ort aufsuchen, wo uns niemand beobachtet. Oh, ja. Okay, ganz wie du willst. Sag mir mal, wann du dafür Zeit hast, ja? Nicht gerade. Lass doch Fox zuschauen. Weiter geht's. Oh je. Oh. Ich schätze, das nächste wird tot sein. Das sollst du nicht nochmal. Das wird auf jeden Fall nicht nochmal machen. It's dead. Oh, wo führst du mich hin? Zu der Hütte rüber? Oh. Bin ich nicht. Hast mir meinen Kill gestohlen, ich hab's genau gesehen. Du hast das genau abgewartet. Du weißt, dass wir uns in Richtung dunklen Turm bewegen. Und stopp, bis hierhin sollte reichen. So, jetzt mal raus mit der Sprache. Warum hast du mich hierher geführt? Was willst du hier? Eigentlich gar nichts. Ich wollte nur mal sehen, was du auf dem Kasten hast. Wenn ich dein Waffengefährte werden soll, kaufe ich doch nicht die erstbeste Katze im Sack, oder? Irgendwas sagt mir, dass du Ärger mit jemandem hast. Und jetzt rennst du in Tavar hin und her und versuchst irgendwie davor wegzulaufen. Ich sehe schon. Dir kann man nicht so schnell was vormachen, was? Versuch nicht abzulenken. Also, was steckt dahinter? Willst du das echt wissen? Na gut. Ich, sollte eigentlich schon längst wieder am Vor sein. Ich hatte den Auftrag, Fleisch zu besorgen. Krieger tun sowas manchmal, obwohl es ja eigentlich die Aufgabe der Werker ist. Aber, naja, irgendwie habe ich wohl die Zeit vergessen und bin schon etwas drüber. Aber nur ein kleines bisschen. Wann solltest du das Fleisch abgeben? Die Jungs aus dem Fort haben mir 2 Tage gegeben. Vor 2 Wochen. Und wie lange ist das her? Ach, so auf die Stunde genau kann ich das gar nicht sagen, aber etwa 2 Monate? Oh, du bist ein hoffnungsloser Fall. Man sollte dich freigeben zur Notschlachtung. Hm, das ist zwar witzig, hilft mir aber nicht. Ah, aber so wie ich dich einschätze, gehst du irgendwann eh wieder zurück. Yep, und da ist das Problem. Wenn ich mich jetzt wieder regulär zum Dienst melde, dann werde ich vermutlich einfach eingebuchtet. Blöde Geschichte, was? Ich bin nämlich eigentlich viel lieber hier draußen. Nachvollziehbar. Find ich eben auch. Wie lange willst du das hier noch durchziehen? Irgendwann wirst du zurück müssen ins Vor. Ja. Oder auch nicht. Es sei denn, ich laufe mal einem Warlord über den Weg, der den Jungs im Fort erzählt, dass ich auf einer ultra wichtigen Mission bin oder so. Naja, du hast nicht zufällig einen solchen Warlord aus dem Fort in der Tasche, oder? Vielleicht sollte ich mal mit Kaya sprechen. Ich hatte befürchtet, dass das jetzt kommt. Ach, sieh an, sie kann ja sprechen. Nett. Mach keinen großen Wind darum, ich werde mich mit ihr beraten.
Du kannst dir in der Zwischenzeit schon einmal die Bastion ansehen. Die Bastion? Du meinst die halb zerfallene Bruchbude in Caracas? Genau die. Dort versammeln sich ähnlich schräge Vögel, wie du einer bist. Du wirst es mögen. Tja, was soll man da noch sagen? Wir haben schon genug geredet. Genau das wollte ich gerade sagen. Also, dann bis neulich. Und tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Schieb ab. Ja, schon weg. Mal ehrlich, oh. Was sollte das denn jetzt? Oh, das ist halt meine nette Art. Oh. Können wir noch zum Turm raufschauen? Blöp. Nein, komm, kletter. Felsratten müssen sowieso sterben. Ich hab die Felsratte in den Tod runtergeschickt. Ich hab die Felsratte in den Tod runtergeschickt. Okay, du bist jetzt nicht da dran. Komm schon. Kannst du diesen nicht runterschicken? Danke. Das nicht runterschicken. Outlaw. Überall tote Outlaws. Ein nützlicher Schrott hier drinnen. Hier wird doch ein Bett sein. Yep. Jackpot. Und ein Stuhl. Oh. Ach komm schon, das kann doch schneller gehen, das zu bereiten. Wir brauchen das Rattenfleisch. Ach Mist, hier liegt doch wieder Fleisch herum. Das kann ich auch nicht nehmen. Dann weiter hier. Energy Drink, ja. Die halten ewig. Pfeile, na Gott sei Dank. Mehr Waffen, ich brauche schon bald einen Händler. Aber zuerst schlafen eine Runde. Und dann Episode beenden. Natürlich habe ich noch immer Bock zum Zocken. Oh. Okay. So sieht's aus. Ja, so sieht's aus. Ich bin schon süchtig.